So, wir sehen, Windigo startet auf der T-Side, hat eine Smoke, eine Doppelflash und baut sich relativ tunnellastig auf. Hat erstmal gehofft, dass man vielleicht Mitte, vielleicht lang was abaimen kann. War nicht der Fall. Jinx mit der USP. Oh, der Schaden sitzt überhaupt nicht. Keine Headshots bislang. Dafür Blocker mit der Glock. Maka vom Window. Tür steht David P. Und das ist eine Einmannüberzahl, die man natürlich jetzt nicht riskieren möchte. Hat noch ein Kit, hat noch die Smoke. Bombe erstmal gelegt. Das heißt, die Zeit rennt gegen die Franzosen, gegen 3D Max. Und man verzichtet komplett auf Tunnels. Also, alle übers Window, alle über die Tür. Ah, die Smoke ist noch nicht raus, hat VKL noch immer in der Hand. Poison mit der P250, schaut abwechselnd Tür, Window rein, erster Schaden ist gut, VKL raus, Poison, Chips auf die Long Distance. Und dann sitzt der Headshot noch durch die Smoke. Chips, der Mann der Runde. Drei Frags gezogen oder ein 1-0 Windigo. Wir sehen direkt 4 Rifles plus Scouts. Bubble mit ein paar Infos bekommen. Trifft den Shot gegen David P., trifft den Shot gegen Maka. Denn auch hier haben die Franzosen investiert in eine Doppel-Scout und 3 Deagles. Ja, tastet sich da erstmal langsam ran. Zu viert, fast schon zu fünft über lang und da steht Haji mit der Scouts. Ja, kann bislang noch keinen Schuss setzen. Immer noch alle auf Full Life von Windigo. Da kommen sie jetzt schon close. Crossen Richtung Spot. Haji blind. David P. auf kurz. Kann den Cross noch nicht ganz halten. On Spot steht schon Blocker. Und der schießt einfach mal in die Smoke rein. Einmal Überzahl. Victor kann sie noch mal ein bisschen erweitern. Und Jinx alleingelassen worden. 1 gegen 4 unten im CT. Natürlich muss man rechnen, dass er vielleicht nochmal von kurz kommt. Vielleicht Upper mit. Wir wissen ja nicht, ob er hier auch noch Scout in der Hand hält. Oder ob das die einzigen beiden waren, die auf dem A-Spot draufgegangen sind. Nur darf man auch keine AK riskieren. Denn das wäre der Worst Case. Wenn Jinx die Deagle, Kevlar und eine AK sichern könnte. Dann gibt es eben Pistols Only. Immer noch die eine Deagle mit Kevlar und der Granate. Und wieder Windigo. Gemeinsam Mitte raus. Tunnels raus. Bombe gelegt. Und sie haben ja nichts zu riskieren. Für die Max. Wir haben ja nichts, was man irgendwo sichern müsste. Also kann man ganz einfach versuchen, vielleicht noch sich eine AK zu schnappen. Man scheint aber eher defensiv auf A-Lang und auf dem A-Spot zu stehen, also nicht mehr groß das Duell zu suchen. Das bei nur einer einzigen MAC-10. VKL. Deagle Headshot sitzt noch nicht, gibt den ersten für Bubble, Granate, 6 AP, das will er eben nicht herschenken. 3-0 Windigo, guter Start auf dem eigenen Map-Pick. Und 3D Max. Tja, jetzt natürlich mit der ersten Byron. Maka hat die AWP, dazu 4 M4s, Doppel-Diffuse-Kits.
locker. Ja, Mitte raus, ohne große Granaten mehr geworfen hat. Eine Smoke liegt, Bubble links, rechts geschaut, Richtung Window, Richtung City. Und David P. dreht sich ab und zu. Und natürlich, sie wissen, dass man da auf der Box oben gesehen wird. Aber Windigo möchte kein großes Risiko angehen. Erster Molotov kommt. David P. smoked das Ganze ab. Wir wissen Bescheid, gibt die Granate rein. Granatentechnisch nicht wirklich viel, was man da anrichten kann. Und Windigo geht auf den B-Split. Tür, Window, Tunnels, Blocker hält noch die Mitte. Jinx mit einem. Jinx sieht einen zweiten, einen dritten und hat wichtige Infos für sein Team. Den vierten, den sieht er zwar noch, kann aber nicht anschießen. David P. immer noch unten, close in CT. Einmal Überzahl für 3D-Max. Einmal Überzahl für 3D-Max. Und Poison und Victor. Doppelnate, Molotov, Flash in der Hand. Ah, sie haben noch das Kit bei David P. 3D-Max. Und eine gute Chance auf den Erfolg der ersten Byrons. Poison. Plateau mit der AK. Macht ein bisschen Schaden gegen WKL. Und dann ist das Maka mit der M4. Der hier nichts zulässt bei Windiger. Erste Byrons. Erster Erfolg für die Franzosen. Natürlich raubt man jetzt die Anschlussrunde. Darf hier Windigo nicht anschließen lassen. Chips, schnell Xbox hoch in Richtung Short. Und Maka trifft nur einen einzigen AWP-Shot. Ja, ein bisschen untypisch. Währenddessen jetzt Victor langsam reinkommt. Überall hin pre-fired. VKL, David P. mit einem, mit zwei, mit drei, mit vier. Ja, man hat G-Strike auf langer Zug und auch Chips ist bekannt. Ist One-Shot, 14 HP auf kurz. Den können sie eigentlich schon umlaufen. Ja, und dann ist es eben ein einfacher One-Shot. Also Erfolg für die Franzosen in der zweiten Runde. Nur Windigo, sie haben noch Geld. Mit jeweils dreimal über 6000. Wäre also durchaus eine Verschwendung, wenn man hier nicht wenigstens Kevlar SMG reinkaufen würde. Gibt aber entsprechend die AKs. Und eben die eine Scout für Poison. Ausgleich oder nicht Ausgleich ist die Frage. Erstmal drei Mann Tunnels, zu zweit Upper mitgewartet, ob da vielleicht irgendetwas offensiv pusht. Möchte ja auch nicht einfach in die AWPs reinlaufen und da einfache Frags hergeben. Der WP zieht einfach rum, schnappt sich Blocker. Erster AK ist weg, könnte Poison recovern, wäre kein Problem. Nur dafür müsste er von Upper Tunnels erstmal in Richtung Mitte, Richtung Kurz kommen. Sekunden auf der Uhr. Victor, Chips. Granaten raus Richtung A-Spot. Victor versucht durch die Smoke und unten in der Mitte stehen sie ebenfalls. Machen sie für den B-Split. Also kleiner Fake auf A, aber David P. passt unten im CT auf und er macht noch einen, pusht Mitte durch. Bombe down Upper Tunnels. Tja. Und unten im CT steht Victor. Muss gegen fünf Mann ran. In der Theorie. Ja, zeigt sich nochmal für die Mitte unten. 8 Sekunden. Sie könnten erst nach der Zeit versuchen, Victor rauszunehmen. Mitte steht, kurz steht oben drauf. Und lässt aber die Zeit nicht ablaufen, denn man möchte auf gar keinen Fall die beiden AWPs riskieren. 3-3 Ausgleich. Windigo gibt erstmal drei Runden in Folge an 3D-Max ab.
Poison mit der Scouts. Und noch keinem Anschuss ersetzen konnte. Weißt du, sie links gesprungen sind, rechts gesprungen sind. Also wie viele jetzt auf B sind, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Marker, 5 AP. Bisschen unglücklich. Blocker. Versucht unten nachzusetzen. Vielleicht erst ein Entry zu ziehen. Und auch David P. bekommt ins Gesicht. Bubble. Uiuiui. 34er Blocker. 40 Bubble. 22 Poison. Und Windigo wartet immer noch auf den ersten Entry mit den Deagles. Haji. Lang. Da gibt es den ersten Molotov rein. AWP aimt ab. David P. schaut. Natürlich er mit seinen 9 AP ist Instant One-Shot. Chips tastet sich langsam ran. Ja, sie haben keine Granaten, Windigo. Pushen jetzt kurz durch. Hoffen auf den Headshot gegen Haji. Aber der ist mit der AK erfolgreich, bis dann eben Bubble mit rumzieht. VKL defensiv im Goose ist gesehen worden. Und dann kommt das Backup entlang mit rum. Trade kommt unter Diegel. Chips, Poison. Ah, da ein bisschen zu offensiv mit der Scout. Aber irgendwas muss er ja machen, um da Onspot vielleicht den Bombplant zu bekommen. Geht nur leider nicht auf. Freddy Max zum ersten Mal in Führung. Gibt das erste Timeout, was gecallt wird. Scheint auch gerade bei Windigo bitter nötig zu sein. David P. schneller Double Door Peak. Oh, da hat Poison einen richtigen Riecher gehabt. Ging es auf den Offensiv Peak und den konnte man abwehren. Unterzahl für die Max. Erster Schritt in Richtung Ausgleich. AG. Dem Fokus Richtung Kurz, Richtung Mitte. Die Bulgaren gehen auf den A-Split. Lang raus. Molotov kommt vielleicht ein bisschen spät. Vika mit einer Anti-Flash. Dreht sich um. Die Flash war gut. Der Spraydown sitzt nicht und Haji muss sich entscheiden. Aimt er lang, aimt er kurz. So, schnappt sich zwei und dann erst kommt der Trade durch Victor. Was machen Maka und Jinx? Zahlen sich auf. Kurz, T-Spawn, also lang. Und da liegt noch der Molotov. Sie haben 3 Flashes, eine Smoke dabei. Poison, Close Distance mit der AWP. Stellt sich in Pit, hängt ab. Und Maka ist raus. Und Jinx bekommt die Ansage, okay, das ist nicht mehr machbar. Vielleicht schafft es ja lang, die AWP zu sichern. Das wäre optimal. Oh, Jinx haut nochmal Richtung Kante, hört die Steps, sieht am Blue Victor stehen, aber da bekommt er keine Chance mit der AWP, also weg. Nur M4 Kevlar Kid Safe. Und zum Glück hat ja auch VKL da mit 6-7 durchaus die Chance, eine AWP nachzukaufen, aber ist halt teuer. Doppel-AWP Upper mit. Versuchen beide zu pre-firen. Durch die Tür durch den ersten Schaden auszuteilen. Klappt doch diesmal wieder nicht beim Windigo. Und egal, welches Team die Runde verliert, das Geld ist weg. Und man müsste eventuell in die Pistol-Eco-Round.
Maximal 2000 bei Chips. 4000 bei Jinx. Der nächste hat 1000. Und deutlich weniger. 4, 5 Mann gruppiert Richtung Lang. Man schaut mit Poison Richtung Blue Box, Richtung Kante. Da warten sie, Windigo. Gibt jetzt ein paar Flashes raus. HG blind mit gutem Schaden. Dann kommt der Trade. VKL. Oh, mit der Nate, die abgebrochen hat. Und das ist ein einfacher, geschenkter Trade gewesen. David P. sneakt sich da ein bisschen zu offensiv im Bubble rein. Und das ist eine Alman-Überzahl. CT Crossbow kommt. Sie haben noch Flashes in der Hand. Die erste Flash kommt raus. Poison blind. Den können sie easy rausnehmen. Nur jetzt nicht riskieren, nicht versuchen, da noch mehr rauszuholen, als man auch noch schon hat. AWP und Rifle gegen AWP und Rifle. Man boostet Maka auf den Spot. Nur Windigo will sich nicht umentschließen. Bubble bleibt in Pits, währenddessen Chips. Oh, den Kopf gesehen. Unglücklich. Währenddessen Chips auf B läuft. Tunnels, 20 Sekunden. Oh, die Zeit ist knapp. Jetzt nochmal zu verschieben. Sollte aber gerade so reichen, um den Kurzplan zu sichern. Wenn Jinx da noch einen setzen kann, er brennt an. 8 Sekunden. Das wäre nochmal knapp geworden. Das wäre nochmal knapp geworden. Hätte unter Umständen reichen können. Horsebarond für die Max. Mit einer Scout, einer AUG, Ump, Farmers, einer 5-7, David P. Hat das Nasen gegen Blockers AK. Blocker pusht durch. Ja, CT steht noch. Sieht man beide. Maka und auch Haji. Bombe wird gelegt. Und 2 gegen 2. Poison ist da. Man weiß, wo Haji steht. Nämlich unten im CT-Spawn. Poison, stepped. Ah, hat ein Auge drauf. Headshot sitzt nicht. Nächster Flash kommt rein. Hachi dreht sich weg. Er hat kein Kit, aber auch nicht viel zu verlieren. Denn es ist ja aktuell nur die Scouts. Geht nochmal offensiv. Schaut nach oben in Richtung Sandbags. Ah, da kommt kurz noch die AWP mit rum. Victor ist One-Shot. Aber Poison hält ihm erfolgreich den Rücken frei. Jetzt mit den Pistols eigentlich keine großen Chancen gegen die Rifles. Damit bekommt man ja 1, 2 Headshots hin, die man setzen kann. Aber viel natürlich ist es nicht. Haji. 1 gegen 4. Stellt sich mit der USP hinten Richtung T-Spawn, falls sie eben auf dieser Seite vom B-Spawn rauslaufen. Die Franzosen suchen noch so ein bisschen nach ihrer eigentlich starken Anfangsphase. Erste Granate upper mid.
Evictor rausnimmt, David P. und ein Close. Bubble. Auch er bekommt durchaus Schaden durch die Smoke gedrückt. Kurz durch, auf den Spot drauf. Bubble. Poison. Da wird er geblockiert. Schießt einfach mal blind durch die Smoke gegen Jinx. Aber Maka lässt nichts mehr anbrennen. Blocker. Und wieder diese vernichtende Unterzahl. Diesmal allerdings bei Windigo selbst. Und die Halbzeitführung erstmal vom Tisch. Taktische Pause gecallt. Windigo möchte sich natürlich jetzt nicht unterkriegen lassen, möchte weiterhin versuchen, da vielleicht doch eine 8., 9., 10. Runde zu bekommen. Es gibt die AWP für Poison. Das ist kein Problem. Nur welche Taktik wird wohl am ehesten aufgehen? Das ist jetzt so ein bisschen die Kernaussage, die Kernfrage. Mitte was gesehen, aber keinen Shot setzen können. Windigo wieder mit einem relativ mittellastigen Aufbau, also es spät in Richtung Short, Richtung Mitte gehen. Erste Xbox Smoke liegt, Granaten kommen rein, David B. Guter Damage durch die Smoke. Aber reicht eben nur für den Frick gegen Victor. Bei Bubble mit 19 AP hat es nicht ganz gereicht. Und 3D Max. A bleibt mit einem Mann auf B, einer in der Mitte und zwei in Richtung Erlangen. Der Fokus von Kurz also erstmal weg. HG hinter Blue, währenddessen man den Pit defensiv in Richtung Spot schaut. Maka und ein Closed, ein erster CT Cross Smoke und er hat Poison Glück. Steppen jetzt kurz durch. Viele, viele Infos auf dem Spot. Aber sie haben die Überzahl für die Max. Die Franzosen mit einem Mann mehr. VKL versucht's mit der M4 auf die Long Distance. Kann da erstmal keinen Schaden absetzen. Hat G auf kurz. Sie haben Kids, sie haben Granaten. Poison versucht's mit einem kurzen Blick in Richtung Mitte. Aber da sieht er erstmal nichts. Sie versuchen's. Über kurz, über lang, über ein CT-Spawn. Maka brennt an, genauso wie auch Jinx. Und Instant sind 1, 2 Frags gesetzt. Jinx raus, VKL auf lang. Und das ist ein 1 gegen 1 mit AWP gegen eine M4. Und ich glaube, zeittechnisch her hätte es eh nicht mehr wirklich gereicht. Also 3D Max. Warum auch immer man sich da so viel Zeit gelassen hat, bis man entsprechend in Position gestanden hat, ist ein bisschen die Frage. Damit heißt das Force by Round, 3 M4s, Doppelpistol, eine Deagle, eine 5-7.
Und Windigo mit der sicheren Halbzeitführung auf Dust 2. Wieder schnell kurz durch. Scheint so ein bisschen das Allzweckmittel zu sein, was Windigo hier nutzt. Erst einmal kurz versuchen, falls das nicht funktioniert, vielleicht in Richtung Mitte, vielleicht Richtung B-Split tendieren. Und für die Max wartet ab, gibt eine erste Granate rein. Oh, die erste M4 ist raus. Auch die erste Pistole. Defensiv noch David P. mit der M4 an der Rampe. Peakt Richtung Spot, Bombe down. Na, hört noch mehr Steps on Spot. Haji ist mit da, Molotov Richtung Ramp. Da muss aber ein bisschen weiter zurückgehen. Und das ist ein Trajektor. Es ist ausgedicht, es ist machbar. Währenddessen jetzt Jinx nochmal rumkommt. Victor schnappt den Rampenspiel, guckt Richtung Auto. Victor liegt im zweiten. Und Chips noch unten im CT-Spawn. Molotov in Richtung Spot. Sie wissen also jetzt, wo Chips steht. Der hat die Galil, Kevlar, keine Granaten mehr. Um sich hier einen Vorteil zu verschaffen, macht guten Schaden, beide low HP und dann ist es Jinx mit der aufgenommenen AK. Hi, unglücklich und eine eigentlich gute Möglichkeit für Chips, denn sie waren beide low HP. Es hätte nur ein einziger Shot gereicht. Ja, und so schnell geht's gegen wenig Equipment bei Windigo. Starke Runde für die Max. Und mit nur einem Zähler Defizit in der Halbzeit. Sorte Pistol Round steht an. Wir sehen 6 Granaten bei Freddy Max. Windigo bleibt bei 4x Kevlar. Kit Doppelflash in Enden vom Blocker. Und Chips sieht den ersten Mann Upper Tunnel. Gibt die erste Smoke raus. Ja, man hofft vielleicht auf den Standard Lower Tunnel Push von Windigo. Der passiert nicht. Oh, und Chips an der Smoke Kante. Smoke lag ungünstig. Jinx raus, Haji raus, VKL raus. Chips mit 3, Chips mit 4 und den fünften bekommt er nicht mehr. Kein Ace für Chips, aber die Pistol Round. Tja, kein Erfolg bei 3D Max. Versuch's nochmal, über die Mitte. Über den CT-Spawn vielleicht. 30 Sekunden für einen 1 gegen 4. Da, und dann wollte er unbedingt die Granate werfen. Nochmal das Replay von Chips. Nach den bereits ersten beiden piekt er nochmal rein. Den dritten, dann den vierten. Pistol Ekeround bei 3D Max. Nur David P. hat die Scout in der Hand. Allerdings ist ein bisschen Investment.
versucht er gerade auch mit Poison und Blocker in der Mitte natürlich frühen Anfangsschaden auszuhalten. Man weiß, Mitte oben steht, Mitte unten steht ebenfalls sehr viel. Bubble mit einem und dann natürlich machen sich die SMGs und die Rifles auf die Close Mid-Distance bemerkbar. Drei Runden Führung Windigo. Jetzt die erste eigentliche Byron für 3D Max. Und da geht David P. nochmals auf die Scouts. Und die Rifles scheinen bei 3D Max auch nicht wirklich viel Unterschied auszumachen. Hanji raus, Jinx raus. Immerhin Bubble noch auf 19 angeschossen. Aber erneut eine Ein-Mann-Unterzahl. Und die muss man erstmal revidieren. Versucht's einfach über kurz auf den A-Spot. Der ist nicht gehalten. Halten sie defensiv aus dem CT und von lang. Bubble bekommt erstmal keine Vision. Bombe gelegt, der Boost-Turm gespottet. David P. muss abliefern, steht oben drauf. Poison wunderbar durch die Smoke. Und dem nächsten Zähler auf dem Konto von Windigo selbst. Jetzt 4 Runden Advantage. Tja, und die Franzosen, 3D Max, die müssen erstmal noch in die nächste Piste round. Man braucht Confidence. Eine Taktik. Mit ein bisschen Geld. Hätte sogar Geld für 3 AKs, für 4 AKs. Nur Granatentechnik wäre man sehr limitiert. Das scheint man jetzt erst einmal in der taktischen Pause auszuloten. Was das Risiko wirklich wert ist. Oder ob man hier lieber mit Pistols Kevlar spielt. Das scheint dann eher in Variante 2 zu münden. Wir sehen ein paar Deagles. Wir sehen 2 Smokes, eine Flash. Und dann eben eine AK. Molotov. Natürlich unglücklich für Jinx. Hast du da einfach verbrennt in der Mitte. Geht trotzdem durch auf kurz. Haji muss abliefern. Er hat die AK in der Hand. Ah, er muss die Frag setzen. Der Rest ist für die Infos da. Vielleicht für ein paar Deagle-Headshots. Aber die AK muss aufgehen. Erste Bombe gepickt. Hat noch eine Smoke, hat noch 5 Flashes in der Hand. Victor hält lang. Da kommen jetzt auch die Franzosen allmählich raus. Oh, hat gerade gesteppt, hat gejumpt. Könnten sie predikten. Victor zum ersten. Victor, die Flash ist gut zum zweiten. Bubble mit da. Und dann kommt erst der Trade. Aber Victor beständig auf lang. AK raus. Maka. In einem 1-Sieg in 4. Und... tja, nette Idee gewesen, aber eben durch den schönen Offensiv-Molotov und dann eben diesen Doppel-Langholz konnte 3D Max nichts holen diese Runde. Maka versucht's mit der Pistol immer weiter, bekommt jetzt schon mal 2 Deagle-Headshots und die AWP in die Hand. Mit dem Elevator. Oh, da stand Chips, hat ein gutes Timing. Lässt ihn ein bisschen Richtung lang rauslaufen, um dann eben mit einem einfachen und relativ wenig risikobehafteten Backstab
die Runde klarzumachen. 12-7 Windigo. Sie haben wieder Geld. Bis auf Haji, der die AK geforst hatte. Gibt 3 AKs, die AWP und eben eine Galil. Poison und Chips jeweils mit den beiden AWPs in der Hand bei Windigo. Mit der ersten Info weiß, dass da Xbox verstehen könnte. Gibt einen Molotow rein. Der Anschuss sitzt. David P. auf 18. Natürlich ein direkter erster Nachteil. Gerade in dieser wieder wichtigen Buyround bei 3D Max. Denn man liegt aktuell 5 Runden hinten und verliert den ersten Mann. Und das ohne Trade. Also irgendwas stimmt bei 3D Max heute ganz und gar nicht. Da ist irgendwo der Wurm drin. Natürlich gut für Windigo, die dadurch aktuell einfache Runden machen können. Nur 3D Max möchte ja selber mit dem 2-0 und diesem Best of 2 rausgehen. Wenn das so weitergeht wie bisher, stehen die Chancen dafür, glaube ich, sehr, sehr gering. Jetzt die Smoke Richtung CT. Bubble dreht sich um. Flash kommt rein, ist blind. Bubble in der Smoke. Überlebt erstmal. Victor von Lang. Bubble aus dem CT. Poison mit Bayer der Rampe. Und das ist nur noch Maka. Tja, sie hatten gehofft, mit dem Late Execute vielleicht so ein bisschen Verwirrung stiften zu können. Pistols, eine Scout, Kevlar, vereinzelt ein paar Granaten, aber auch die scheinen noch gegen Windigo nicht wirklich viel Impact zu haben. Man steht wieder, Mitte unten, mit Haji. Oben auf kurz, auch die Bombe kommt mit raus. Und Bubble, Chips. Oh, schönes Crossfire in der Mitte. Bombe ist down. Jinx, David P. Upper Tunnels und auf kurz. Ein erster Trade durch die Diegel. Aber eben beide bekannt jetzt. Chips hat Zeit zum Nachaimen. Wird nicht bedrängt. Jinx. Ah, auf die Long Distance. Nee, nicht gegen Victor und die M4. 7-14. 7 Runden Führung für Windigo. Machen bislang auf das zweite, mindestens in der zweiten Halbzeit, einen sehr, sehr starken Eindruck. Für die Max hatte es ja in der ersten Hälfte in der Mitte. War so ein bisschen schwierig. Oh, Granaten fliegen gut, machen schon mal ordentlich Damage. Chips mit einem ersten Trade. Ja, man zieht sich zurück. Ich möchte jetzt gerade nicht die AWP herschenken. Das ist die letzte Chance und tja, auch das letzte Mal, dass man hätte noch eine Runde gewinnen können. Und die nimmt man zum Glück wahr bei 3D Max.
Und erst nochmal taktische Pause hinterher. Vielleicht auch Windigo noch einmal mit einem kleinen Nachbesprechen. Okay, warum ist jetzt gerade diese Runde daneben gegangen? Weil wir doch eigentlich so eine starke Streak hatten. Vielleicht können wir ja diesen Fehler in dieser Runde wieder gut machen. Also sie haben noch gute Reserven auf der Bank. 10.000 bei Chips. Etwa 4.500 bei Bubble. Dann aber 4.000 bei Victor. Nächste Round ist also schon gesichert. Nur bei 3D Max. Ja, auch da hat man gerade mit der letzten Runde ordentlich Geld sparen können. Etwa 3.000 bis 3.500 pro Spieler. Nur WKL muss noch reinkaufen. Man bleibt der Doppel-AWP treu. Poison und Chips. Maka. Oh, steht schon lang. Brennt zum Glück nicht an. Und der Molotow hätte noch ein bisschen tiefer liegen müssen. Jetzt die Flash rein, um vielleicht den Trade zu sichern. Lang natürlich zu halten. Poison auf kurz. Mit dem ersten Trade gegen Jinx. Keine bleibende Unterzahl. Und Poison piekt nochmal nach. 3D Max möchte kurz durchgehen. Zu viert bestmöglich. Gibt nochmal Granaten rein. Oh, die Granate. Er macht keinen Damage. Da waren sie wieder schon viel zu weit davon entfernt. CT Crossmoke, Flash rein und dann zu dritt, zu viert ab in Richtung Tunnels. Chips muss schnell schieben. Blocker, kommt eine wichtige Info. Sieht 1, sieht 2. Molotov macht ein bisschen Schaden, aber kann selber noch viel austeilen. Und die Überzahl rausspielen. Chips mit der guten Flash. Schaut auch, er ist blind, muss auf die Deagle switchen. Und wir haben Poison und Bubble. 2 gegen 2 gegen Maka und Haji. Doppelkit vorhanden. Eine Flash. Prefired mal. Bekommt ein bisschen Anschuss. Maka brennt an. Bubble aus Tunnels. Aber Maka wieder. Und Poison vom Window. Ist sich nicht sicher. Kann er hier reinpicken? Kann er hier eine Chance bekommen? Bekommt den Anschuss. 25. Trifft Haji auf 1 HP. Und nach der Runde könnte man zum ersten Mal in die Pistoleco gezwungen, aber nicht, wenn kurz und lang so stark gehalten wird. Oh, hat die durch den Molotow. Maka mit 50 im 1 gegen 3. Immer noch weniger oder mehr als 70 Sekunden auf der Uhr. Zieht die zu zweit. Mitte steht. Na, Chips hält den Langausgang. Währenddessen Blocker und Poison zusammen in Richtung Aspen orientiert arbeiten. Maka sneakt sich langsam weiter nach vorne, durch die Smoke durch, schaut mal in Richtung CT, Poison sieht die Füße unten. Und das scheint, dass Windigo mit 6 Map Points auch hier in Führung geht. Aber noch ist nichts vorbei, noch hat auch 3D Max alle Chancen. Chips. Ah, oh, mit Pech. Mitte Shot nicht getroffen, muss natürlich hier aufpassen, kann nicht einfach so nachpieken. Man weiß, auch 3D Max kann da durchaus noch eine AWP in den Händen halten. Und vielleicht auch in Richtung den ersten Entry ziehen. Chips in der Tür, piekt rein. Haji zeigt sich noch nicht. Noch liegt die Smoke. Oh, Poison. Ein bisschen Pech. Aber der erste Vorteil sitzt. Haji raus und die Bombe liegt oben in den Händen von Maka Upper Tunnels, der up-aim drauf wartet, dass man da offensiv pusht. Genau das. Oh, hat man vor und da muss man aufpassen. Chips, ein bisschen zu greedy. Im 4 gegen 4 geht er dann
großes Risiko ein, währenddessen Bubble jetzt wirklich langsam aufpasst und sich gegen die AWP drauf geht, dass er nicht gegen Maka den B-Spot verliert. Und der schaut mal Richtung Auto, hat ihn gespottet, Bubble bekannt und Maka möchte das lieber nicht riskieren. Poison. 1 gegen 4, 10 Sekunden. Oh, die Zeit wäre vielleicht gerade noch so drin gewesen. Aber es reicht auf die letzte Sekunde. Bomblet ist durch. Und David P. möchte die AWP hunten. Hört den Scope in Pit. Poison ist also bekannt. David P. mit einer ersten Granate rein. No-Scope-Versuch. Poison. Und dann ist er raus. Den ersten von 6 Map Points. Killen 3D Max erfolgreich die 9. Gegen Pistols. Kein Problem bei 3D Max. Windige wollte Geld sparen. Und auch erfolgreich getan. Allerdings leider keinen Frag setzen können. Und will das Ganze erstmal nicht komplett riskieren. Also geht auf ein kleines Minimalinvestment mit der Scout, mit Deagles, einer 5-7, 1-2 Granaten. Und die bekommt David P. erstmal vor den Kopf geworfen. Bubble pusht offensiv. Ah, rechnet nicht mit WKL im Auto. Aber trotzdem ist es ein erster Trade, den 3D Max setzt. 4 gegen 4. Vielleicht bekommt ja gerade Blocker noch die Chance, mit der Scout in der Mitte noch einen irgendwie rauszunehmen. Chips und Erfolg mit der Deagle. Blocker kann nachsetzen. Oh, und das ist ein 3 gegen 3 ausspielbar. Closed Tits mit der Scout nicht erfolgreich. Poison muss aufpassen. Window steht. On Spot stehen sie. Warten sie. 3D Max. Und Victor natürlich sucht die AK von Maka. Aber die ist weggeworfen worden. Konnte also nicht recovern. Unglücklicherweise. Auf 6, mach 3. Die ersten 3 gehen an 3D Max. Windigo aber hat jetzt Geld. Callt erst doch mal eine taktische Pause. Möchte sich nochmal neu sortieren. Na, welche Taktik könnte den Erfolg bringen? Poison hat auf jeden Fall genug Geld für die AWP.
Es gibt die Autosniper. David P. hofft da, durch die Tür ein bisschen Schaden ausgeteilt zu haben. Und gepre-fired Richtung Lang. Maka kann die Kante anaimen und Victor smockt erst nochmal defensiv nach. Sicherheit bei Windigo. Musste da schon ein paar Granaten opfern, die man vielleicht ja nicht mehr hat, sollte es bei 3D Max in Richtung A oder B-Spot gehen. Doch der Molotow ist natürlich noch ein kostbares Gut. Zwei Smokes, zwei Flashes, ein Molotow, eine Nade. Das ist alles, was Windigo jetzt noch hat. Blocker in der Ecke mit gutem Schaden und Chips kann nachsetzen und eben fast zwei. Es ist die Überzahl für Windigo. Bubble mit der Flash rein, stellt sich auf die Box, tut ein bisschen was zu sehen. Maka im Window mit einem ebenfalls ersten Molotov Close, dass da auf gar keinen Fall was rein kann. Aber er trotzdem pieken kann, er trotzdem rausschauen kann und dann gegen Poison das Nachsehen hat. VKL hört die Steps im Tunnel, Spinner sitzt nicht und das ist sie, die erste Map auf dem Konto von Windigo. 16-12 heißt es gegen 3D Max auf das 2.